Ja, hallo liebe Kinder, liebe Fußballfreunde und willkommen bei unserer zweiten Fördertrainingseinheit. Wir haben bei unserer ersten, habe ich kurz vergessen zu sagen, dass wir ja so einen festen Wochenplan für euch gebaut haben für den kompletten November. Der sieht folgendermaßen aus. Täglich 16 Uhr sind wir also immer mit dem Training hier dann live unterwegs. Das heißt, Montag mit dem Fußballkindergarten, Dienstag findet ein Fördertraining statt. Mittwoch dann, ich muss immer schauen, das Torwarttraining, Donnerstag wieder Fußball-Kindergarten und Freitag wieder ein Fördertraining. Also täglich 16 Uhr könnt ihr euch das dann ansehen und dann auch mitmachen. Dazwischendrin gibt es von David Faxe Niedermeier unsere Challenges, die wir dazwischendrin euch immer wieder zuschicken werden oder auf unseren Kanälen posten werden. Ja, wir hoffen, dass wir euch damit eine große Freude bereiten und hoffen natürlich auch, dass ihr das alle zahlreich mitmacht, anschaut, dann natürlich auch teilt, uns liked, damit wir dann natürlich da auch ein bisschen eine Reichweite haben. Das wäre schön. Vielen Dank dafür. Okay, zur zweiten Einheit Fördertraining machen wir es ganz genauso wie bei der ersten auch. Wir machen uns technisch warm. Wir ist wieder der Marc am Start Hallo. und meine Wenigkeit der Michi. Wir machen also ein technisches Aufwärmtraining. Dazwischendrin werden wir uns aber diesmal nicht athletisch bewegen wie beim ersten Mal, sondern so ein bisschen andehnen. Also so halb athletisch nenne ich es jetzt mal, aber nichts weiter, was anstrengend ist. Wir machen dann wieder eine koordinative Übung. Da werden wir den Schwerpunkt auf die Schnellkraft legen und zum Schluss, wie beim ersten Mal auch schon, so eine Übung machen, wo wir dann mit einem höheren Tempo 9 Wiederholungen von einer Geschichte durchführen werden, um so eine Art, wie ich es auch beim ersten Mal schon angedeutet habe, eine Art Spielersatz so ein bisschen noch mit einzubauen, aber den Puls einfach nochmal nach oben treiben. Der erste Aufbau, den wir haben, ist einfach nur zwei Hütchen. Sollte zu einer Wand oder, was ich auch beim ersten Mal schon gesagt habe, vielleicht steht da auch jemand oder ihr habt einen Biertisch zum Beispiel umgelegt oder einen anderen Tisch, wie auch immer, sollte so circa 1 Zentimeter sein. Und wir brauchen also diese zwei Hütchen. Wer keine Hütchen zu Hause hat, nimmt dann eben was anderes, irgendwelche Alternativen und nimmt eine Kugel und das war's schon. Wir legen uns den Ball dazwischen, spielen den Ball gegen die Wand, stoppen diesen Ball, ich sage immer tot, das heißt also danach wirklich ruhig liegen bleibt, machen dann einen Standtrick, machen eine Schussfinte mit rein, bauen noch einen Ziehen-Fußwechsel mit ein und ja, machen insgesamt davon 6 Wiederholungen. Nach diesen 6 Wiederholungen dehnen wir dann an. Also fangen wir an. Wir fangen an mit einem Pass gegen die Wand. Diesen Ball stoppen wir mit der Sohle, dass er wirklich ruhig liegt. Das ist hier nicht ganz möglich, damit wir dann den Standtrick danach machen können, damit der sozusagen Sinn macht, sozusagen. Ziehen, Fußwechsel auf die rechte Seite, springen dann mit der Schussfinte, schieben auf die andere Seite rüber, machen hier ziehen, Fußwechsel, spielen den Ball gegen die Wand, gehen in die offene Stellung, lenken ihn nach rechts, machen ziehen, Fußwechsel, linker Fuß, spielen mit dem linken Fuß dagegen. Das Ganze, da ist die Kamera, das Ganze 6 Mal. Mach's nochmal vor. Anspielen, anhalten, runtergehen, ziehen, vorlegen, Schussfinte einspringen, Schiebekontakt, ziehen, Fußwechsel, spielen, offene Stellung noch ab. Nein, nochmal ziehen, Fußwechsel, linker Fuß, spielt dagegen, Ball anhalten, durchschnappen. Ah, bitte. So, muss ich mir eigentlich merken. Also, löst mir bestimmt. Also. Zunächst gegen die Wand passen, ganz banal, und mit der rechten Sohle anhalten, Fuß absetzen jetzt. Genau, und jetzt aus dieser Position ziehen, Fußwechsel, ziehen, vorlegen, Entschuldigung. Schussfinte, rechter Fuß, kurz rüber einmal anschieben, ziehen, Fußwechsel links, rechts. Dann haben wir die Wand spielen, Schritt nach hinten in die offene Stellung. Ah, die hätten wir gewollt. Von welcher Richtung? In Da? die Richtung, genau. Also Spiel dagegen, offene Stellung, dann darüber nochmal ziehen, Fußwechsel rechts, links. Hopp, hopp, links spielt dagegen. Genau. Fertig. So ist es. Kurz wieder hinlegen, wie wir es beim ersten Mal auch schon gesagt haben. Dazwischen drin immer ein bisschen durchschnaufen. Und dann versuchen wir schrittweise jetzt von Wiederholung zu Wiederholung das Tempo zu erhöhen. Abstoppen, hopp, hopp, einspringen, hopp, schieben, hopp, ziehen, Fußwechsel, hopp, offene Stellung, ziehen, Fußwechsel, hopp. Nummer 4. Okay. Also, anspielen,
abstoppen, ziehen, vorlegen, Schussfinte, schieben, Fußwechsel links, rechts, spielen, offene Stellung, Fußwechsel rechts, links, spielen, ablegen. Ich bin dran. Wir teilen uns das Ganze ja immer, der Marc und ich. Wie gesagt, ihr macht eine kurze Pause, durchschnaufen, 10 Sekunden, hopp, durchschnaufen, 1, 2, 3, 4, 5 Mal und dann geht es wieder von vorne los. Anspielen, abstoppen, ziehen, vorlegen, rüberschieben, Fußwechsel, spielen, offene Stellung, Fußwechsel, spielen. Nochmal, Marc. Gerne. Dann haben wir die 6. Anspielen, abstoppen, ziehen, vorlegen, Schussfinte, schieben, Fußwechsel, rechts, offene Stellung mitnehmen, abstoppen, immer hier nicht. Haben wir 6 Wiederholungen eingebaut. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr euch danach fühlt, eine, maximal 2 nach oben dranhängen. Und jetzt dehnen wir gemeinsam die Oberschenkelvorderseite an. Machen wir folgendes: Nehmen den Fuß, machen wir in die Mitte, machen wir live, jawohl. Heben den Arm komplett hochstrecken, dass man manchmal steht immer so schlampig da. Hochstrecken. Jetzt drücken wir uns hier den Fuß hoch. Einmal ab, gehen auf die andere Seite und nehmen links nach oben. Wieder komplett strecken. Balance suchen, hoch, andere Seite, ab. Und dann wechseln wir einfach. Immer zuerst die Dehnung spüren, wenn er sie merkt, oh, da ist sie da, hochdrücken. Und hochdrücken. Und hochdrücken. Und anlehnen, hochschieben. Und anlehnen, hochschieben. Wir machen noch einmal auf jeder Seite. Hoch. Wer möchte, kann das gerne auch als Variante machen, denn wir haben ja hier praktisch nicht nur das Dehnen dabei, sondern auch hier wieder durch dieses einbeinige Stehen, Gleichgewicht und Fußgelenkstabilität, durch das Strecken wird wieder auch die komplette Körperspannung eingefordert. Wer möchte, kann jetzt den Anspruch für die Fußgelenkstabilität erschweren, indem er sich zweimal hochdrückt, also einmal, zweimal hochdrückt, dann muss er also noch ein bisschen mehr diese Körperspannung. Oberschenkelvorderseite ist angedehnt. Wir kommen dann zur Oberschenkelrückseite. Dann machen wir folgendes: Wir geben dem Arm ein bisschen Platz, nicht viel. Wir springen jetzt ganz leicht nach vorne weg, kein explosiver Abdruck, ein ganz lockerer Sprung nach vorne. Landen schön auf der Ferse, gehen dann in die Hocke, greifen unsere Fußgelenke und strecken dann die Beine nach vorne. Also ganz locker nach vorne springen. Landen, nach unten geben, den Popo nach unten schieben, unten greifen. Jetzt strecken wir uns, die Hände bleiben unten in der Position. Gehen zurück, wiederholen das Ganze. Hopp, locker nach vorne springen, landen, unten tief greifen und hochschieben. Dann machen wir noch zweimal vor. Insgesamt macht ihr das 8 Mal. Lockerer Abdruck, stabil landen, stehen. Okay, das reicht. Wir kommen dann zur zweiten technischen Variante. Bevor wir das machen, also wir dehnen natürlich noch mehr an, machen es aber so, wir haben jetzt 2 Teile angedehnt, machen jetzt eine Technik, dehnen 2 weitere Bereiche an, machen eine Technik und dann dehnen wir noch einen Bereich an und mobilisieren noch ganz kurz uns. Kurzer Hinweis noch. Wer merkt, weil ich das immer wieder sehe, bei dieser Geschichte, wenn ich hier reingehe, wenn man dann nach unten geht, merke ich oft, dass viele das nicht können und dann hier so nach vorne auf die Zehenspitzen ausweichen müssen. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass ihr speziell in der Wadenmuskulatur, in der rückseitigen Oberschenkelseite verkürzt seid, also viel dann die Wade aufdehnen und oder auch mit der Black Roll hier arbeiten und auch so die Oberschenkelrückseite immer wieder mal dehnen, damit das einfach besser wird. Ja? Also wer ausweichen muss auf die Zehenspitzen und das Gefühl hat, wenn er dann auf dem kompletten Fuß steht, also in der Position, er kippt jetzt nach hinten sonst einfach weg und er muss ausweichen, ist immer ein Zeichen dafür, dass die Rückseite, vor allem die Wade, extrem verkürzt ist, dann also hier dagegen arbeiten. Ich muss kurz schauen, wir machen 3 Sohlen mit. Genau. Der erste Pass bleibt wieder gleich. Wir spielen also den Ball gegen die Wand. Wir stoppen den Ball wieder uns einmal hin. Wir machen dieses Ziehen, Vorlegen, das bleibt gleich. Jetzt machen wir Sonnenwende, rechter Fuß, Bogenlaufen, spielen, gehen in die
oft für eine Stellung? Nehmen ihn nach vorne mit, machen linke Sohlenwende. Oben laufen, spiel wieder hoch, das ist ein drittes Mal. Offene Stellung, Bogen laufen und dagegen spielen. So, dieser Bogenlauf bei der Sohlenwende, den machen wir jetzt ganz bewusst. Bogenlaufen, stemmen dahinter, den Ball nach vorne schieben. Soll ich nochmal machen, oder? Nochmal kurz den Start, bitte. Jetzt ist so wie vorher, anspielen, anhalten mit der Sohle, Startblick, rechte Sohlenwende, stemmen, offene Stellung, mitnehmen, linke Sohlenwende. Stell auch hoch zu schlampig. Nach vorne, Sohlenwende. Stemmen. Wer den Platz natürlich zu Bogenlaufen nicht unbedingt zur Verfügung hat, macht das Ganze einfach ein bisschen langsamer und schaut, dass man sauber kann. Ziehen, vorlegen. Sohlenwende. Oh, kräftiger ziehen. Linke Fuß spielt den Ball. Links nimmt in die offene Stellung mit. Linke Sohlenwende. Rechts. Rechts nimmt nach vorne mit, rechte Sohlenwende, ohne Füße, nichts. Das ist aber egal, dafür sind wir ja da, dass wir das machen. Ab, 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 ab. So, wenden, spielen, ab, offene Stellung, Kontakt mitgehen, Sohlenwende, spielen, offene Stellung, ab, wenden, ab, spielen. 1, 2, 3, 4 Rüttel. Genau. 1, ab, ziehen vor, Sohlenwende spielen. Gut. Ja, mach nichts, gleich die Wende einbauen. Ab, passiert einfach mal zuspielen. Das ist ganz klar. Kontakt war super. Wende, anspielen. Mensch, Marc, jetzt hast du aber ganz viel Wand, ne? Jetzt bin ich langsam drin. Ja. Ab. Ziehen, vorlegen, Fußwechsel, spielen, offene Stellung, ab, ziehen, Fußwechsel, spielen, offene Stellung, rechts, spielen und dann. Jetzt haben wir die 6, glaube ich, durch, oder? Richtig. Auch hier wieder könnt ihr gerne noch ein, zwei draufpacken. Wir machen weiter mit unserem Andehnprogramm und kommen zunächst, muss ich nachdenken, zu den Adduktoren. Dann machen wir es jetzt einfach so. Ja, genau, dann geh mal so, weil dann kannst du wirklich in diese Bahn hier gehen. Ja. Ich mache einfach so hin und her. Und zwar, ich zeige es mal kurz von vorne, machen wir diese klassische Adduktoren-Andehnbewegung. Hier. Jetzt schieben wir den Popo nach hinten durch, dass der Rücken gerade wird, die Hände gehen in die Hüfte. So, und jetzt gehen wir hier, wir dehnen an. 21, 22, 23. Skifahrerhocke. 21, 22, 23. Andere Seite. Skifahrerhocke. Und jetzt dehnen wir hier an. 3, 2, 1, hopp, andere Seite. Ach, mein lieber Herr Gesangsverein. Füße hochheben. 3, 2, 1, andere Seite. 3, 2, 1. Das machen wir noch einmal in die Richtung. Immer erst diese Dehnung wirklich spüren. Und dann haben wir nochmal die Seite. 3, 2, 1. Gut, wir machen den Hüftbeuger. Für den Hüftbeuger machen wir einen Ausfallschritt nach vorne. Ich mache es einmal vor. Also wir machen einen Ausfallschritt nach vorne. Wir gehen mit dem rechten Fuß nach vorne, legen, setzen den sauber auf, gehen jetzt nach unten. Jetzt habe ich hier schon die Hüftbeugerdehnung. Jetzt wippen wir hier einfach ein paar Mal, so 8 bis 10 Mal schön wippen. Und dann gehen wir zurück und machen das Ganze auf der anderen Seite. Dann haben wir beides mit dabei, ein bisschen Stabilität ist mit dabei und noch das Andehnen des Hüftbeugers. So, nach unten. Ja, das wiederholen wir noch auf jeder Seite. Wer jetzt will, wenn einer oft ist hier das Dehnen auch so ein bisschen, das Andehnen so eine gewisse individuelle Geschichte. Ich kenne einfach Spieler, die sagen, ja, das Anwippen tut mir gut. Aber hey Trainer, pass auf, ich will noch ganz kurz auch mal statisch halten dürfen, dann soll er das tun. Für 4-5 Sekunden ist das überhaupt kein Problem. Nur nicht jetzt im Andehnen,
im Aufwärmen den Muskel zu weich werden lassen, was bei 5-6 Sekunden nicht passiert, definitiv. Gut, ich denke nach. Wir haben die zwei, wir gehen zur nächsten Variante. Wir spielen den Ball wieder gegen die Wand. Wir haben andersrum. Wir fangen mit dem linken Fuß jetzt an, den Ball gegen die Wand zu spielen. Links spielt an, links hält an. Jetzt machen wir ziehen Fußwechsel. Dann machen wir aber, da fällt mir was ein. Das müssen wir jetzt ein bisschen enger machen für das, was wir vorhaben. Geht's nicht. Stehe ich noch richtig oder soll ich woanders hingehen? Das passt. Das passt. Also, wir spielen mal den Ball mit dem linken Fuß dagegen, gestoppt und links. Machen jetzt links ziehen Fußwechsel. Jetzt machen wir hier einen Ronaldo rein. Ronaldo rechts, ziehen Fußwechsel raus. Schiebe nach drüben, machen hier Ronaldo linker Fuß. Machen das Kontobewegung, ziehen Fußwechsel raus. Dann muss ich kurz schauen, jetzt habe ich es vergessen. Gibt es nicht. Sohlenwände passen, zwei Stück, genau. Rüberschieben, machen jetzt eine rechte Sohlenwende, passen dagegen. Gehen in die offene Stellung, wie wir es vorher auch schon hatten, machen linke Sohlenwände, passen dagegen. Also, linker Fuß spielen, stoppen, ziehen, Fußwechsel, Ronaldo, hopp, Fußwechsel raus. Hüpfender Schiebekontakt, Ronaldo links, Fußwechsel raus. Schiebekontakt, Sohlenwende, linker Fuß spielen, offene Stellung, mitnehmen, Sohlenwende. Rechter Fuß spielen. Wie ich unterstütze der Ball. Also links spielt den Ball jetzt mal. Stoppen, ziehen, Fußwechsel links, rechts. Ronaldo rechts. Fußwechsel rechts, links, andere Seite. Ronaldo links. Genau, Sohlenwende rechts. Links spielt den Ball gegen die Wand. Offene Stellung mitnehmen, Sohlenwende links, rechts spielt den Ball gegen die Wand. Wunderbar. Das ist überhaupt kein Problem. Wie formuliere ich es? Es ist überhaupt kein Problem, den Ronaldo in meinem Fall, ich bin Rechtsfuß, auf der linken Seite ein bisschen langsamer zu machen. Das ist dann einfach der schwache Fuß und aus der Erfahrung heraus weiß ich ja, dass gerade die Kinder bei solchen Tricks mit der schwachen Seite so ihre Probleme haben. Sie würden eben mit hoher Wahrscheinlichkeit später auch auf ihrer schwachen Seite eher weniger im Spiel anwenden, also sich auf ihrer starken Seite. Aber dennoch machen wir ihnen Ballgefühlschulung, koordinative Schulung mit dabei. Das schadet ja nicht. So, anspielen, anhalten, Fußwechsel, hopp rein, hopp, 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 lass mal links, kommt selber raus, hopp, hopp, hopp. Schiebekontakt ein bisschen weiter an den Hüten vorbei, jetzt auch wenn die Sohlen gesteckt worden sind, damit wir den Raum für die Sohlenwände bekommen. Bogen da. So. Wir machen, weiß ich gar nicht, wo wir sind, machen wir noch 2 oder 1. Die vierte Runde. Okay. Anspielen, anhalten. Hopp, 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 hopp. Gut, Sohlenwände. Links spielt den Ball gegen die Wand, gegen die offene Stellung. Ah, mach weiter, das wird schon. Ah, Bonusrunde. Ab und rechts. Okay. Damit soll es belastend sein. Ihr macht also noch 2 Wiederholungen Minimum. Wir brauchen also 6 auch davon. Und wer will, kann auch 8 davon machen. Das ist, wie gesagt, kein Problem. Wir dehnen die Wade an. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Die ist ganz einfach. Wir gehen in den Liegestütz. Überkreuzen hinten die Füße. Drücken jetzt die Ferse runter und das wippen wir jetzt erstmal 10 Mal. Langsam. Soll die Ferse runtergehen? So weit wie es geht. Also, wenn er schon zu weit nach hinten ist, ja, ich bin hinten runter, geht wieder ein Stück nach vorne, aber ein Zug sollte natürlich schon spürbar sein. 6, 7, 8, 9, 10. Dann drücken wir die Ferse nach unten und lassen es kurz. 5, 4, 3, 2, 1. Der Wechsel. Wieder zuerst das Wippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir drücken die Ferse runter, halten. 5, 4, 3, 2, 1. Wir bleiben gleich in dieser Position. Mobilisieren ein bisschen die Wirbelsäule. Wir gehen also in den Stütz hinein. Schieben den linken Fuß jetzt unter der rechten Körperseite durch. Bei gestreckten Armen drücken wir die Hüfte nach unten und bringen sie nach oben wieder.
Ich mache mir auf der anderen Seite auch rechts und links durch, runter schieben, hoch. Wer dann ein Gefühl für die Bewegung hat, erhöht ein bisschen das Tempo. Runter, ab, runter, ab. Vier, drei, zwei, eins. Von der Anzahl her grob, so als Orientierung, 8 bis 10 pro Seite. Okay. Habe ich das vergessen? Nö. Teil 1 ist rum. Wir machen eine Trinkpause. Kurz nochmal die Erinnerung bei diesen technischen Geschichten. 6 bis 8 Wiederholungen bis Andehnen. Danach in die nächste Variante, 6 bis 8 anlehnen und nochmal 6 bis 8 mit anlehnen und einer Mobilisationsübung. Und danach 2-3 Minuten was trinken. Auch hier wieder. Deswegen blitzschnell, wie wir in der Fußballschule flexibel wie wir sind, schneller Wechsel in der 22. Spielminute. Von der Bank rein, frisch aus Augsburg eingelaufen, der Andi. Der Marc musste, wie gesagt, schnell weg. So, wir machen als nächstes eine koordinative Geschichte. Das heißt, wir machen so ein bisschen was Schnellkräftiges. Das ist mit Andi jetzt super, weil er ist natürlich durch die Autofahrt von Augsburg hierher optimal aufgewärmt. Ich denke, die Sitzheizung war an und damit passt das. Wir machen Skater-Jumps, die machen wir da hinten. Hier, das werde ich jetzt gleich sehen, ich weiß es noch nicht ganz genau, werden wir was Technisches haben. Es kann sein, dass uns das Hütchen hier stört. Ich stelle es jetzt mal hier hin. Das werden wir uns dann herausfinden. Wir machen folgendermaßen, ich muss kurz spicken. Genau. Hier machen wir die Skater-Jumps, die machen wir jetzt nicht dazwischen. Ich habe die Hütchen jetzt nur sehr stark an die Wand geschoben, also leichte Orientierung. Wir gehen einen Schritt nach vorne und machen jetzt einfach von links beginnen. 8 Stück. Das heißt, wir gehen hier rüber, bleiben hier stehen, balancieren das Ganze aus, gehen auf die andere Seite rüber, lassen den Fuß oben. 3., 4., 5., 6., 7., 8. Also da ist ordentlich was zu tun. Hier liegt schon ein Ball bereit. Wir gehen danach oder laufen oder traben. Laufen ist ja hier hin. Ein bisschen relativ, wir traben danach dann dahin, muss kurz schauen, was wir tun. Wir passen den Ball gegen die Wand, wir bremsen den mit rechts nach oben raus, machen eine Sohlenwende, spielen einen Pass und wiederholen das. Also wir spielen den Ball gegen die Wand, wir mit eingesprungenem Lenken, lenken wir den Ball nach oben, machen eine Sohlenwende, spielen den letzten, wiederholen das Ganze nochmal, hopp, Sohlenwende, hier halten den Ball an, schnaufen durch und starten wieder durch. Insgesamt machen wir das Ganze das 8-mal, das 2-mal, insgesamt diese eine Variante 6 durchgehen. Anspielen an die Wand? 2-mal hatten wir. Okay. Anspielen, abbremsen und das Ganze 2-mal wiederholen. Willst du gleich anfangen? Ich probiere es mal. Dann gehe ich nach oben, ich schaue mir das sichere Entfernung an. So, hopp, 1-mal, hopp, 2-mal, hopp, 3-mal. Gut, dass die weitermachen. 4-mal, 5-mal, 6-mal. Länger halten oder passt so? 8-mal, jetzt um reinkommen war das ganz okay. Wir gehen nach vorne, wir spielen den Ball gegen die Wand. Warte mal, ich muss da weg. Sorry, dass ich das weiß. Ja, jetzt anspielen rechts, nach oben bremsen, Sohlenwende rechts, links. Ah, links spielen. Wir machen das Ganze nochmal rechts,
Senkstreifen. Okay. Ich glaube, an die stört das Hütchen. Das legen wir hier hin. Dann wechseln wir uns ab. Der Andi hat schon gefragt, sollen wir es länger halten? Wenn man dann ein bisschen reingekommen ist, ja. Vom Abstand her hätte ich es jetzt beim Andi noch ein bisschen breiter gemacht, denn es soll schon so eine Mischung sein aus schnellkräftigem Abdruck und praktisch Stabilisation. Ne? Also ab, lenken, schieben, Hände schwingen mit, nicht die Hände hängen lassen, sind nicht gebrochen. Ab, dritter, ab, vierter, ab, fünfter, ab, sechster, was wieder der einfällt. Der schnellkräftige Aspekt kann natürlich verstärkt werden, indem wir uns einmal nach oben abdrücken. Ja, muss ja nicht so flach sein. Wenn ich so flach gehe, ist natürlich das eher mau. Wenn ich aber versuche, hab, an Höhe zu gewinnen, dann habe ich natürlich auch einen Abdruck. Dann hier hinlaufen, weil Spiele eingesprungen abbremsen. So wird immer schlecht. Hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Und du bist dran. Eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf. Jetzt kommst du immer weiter da vorne. Solange ich die Wand in Ruhe lasse. Ja, super. Okay, zwei Wiederholungen. Eins, ab, 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 ab. Du bist Linksfuß, richtig? Ja. Deswegen, wir können es natürlich auch so aufbauen, dass ich das Ganze spiegel. Also wenn ihr Linksfuß seid, ihr könnt so machen, wie es wir gemacht haben. Ihr könnt natürlich aber auch das hier hin, die Technikgeschichte hier hin. Dann kann man mit links spielen, mit links nach oben drängen, links die Sohlenwände. Das ist natürlich durchaus möglich. Das ist jetzt bei uns hier nicht so entscheidend, denn das Entscheidende ist jetzt mit unserem Training diese Geschichte hier. Und das hier ist so ein Bonus-Gimmick. Das können wir gerne oder packen so eine Technik mit rein. Das kann aber auch irgendwas anderes. Genau, was ich beim Andi gesehen habe, ist, dass du praktisch immer das mit beiden Händen machst. Kann man natürlich auch machen. Wir versuchen es praktisch mit gegengleicher Armhaltung zu machen. Schwung holen, Abdruck landen, Schwung holen, landen, dass es hier abgebremst wird. Ab, acht Stück. Dann habe ich habe schon acht, oder Andi? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit nicht. Sechs, ja. Sieben, ab, acht. Bremsen, wenden, spielen, ab, 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 wenden, spielen. Du darfst auch noch einen machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mitgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Abbremsen, die Hände, ziehen. Passt, ja. Ja, die Wand ist der ehrlichste Partner. Hat man zumindest lieber früher so gesagt, ob es so ist, weiß ich nicht. Aber es hat schon immer geheißen, spiel gegen die Wand, dein ehrlicher Partner. Kann sein. So, nächste Variante. Wir machen wieder diese Skater-Jumps, wie wir sie gerade hatten. Bauen aber jetzt, wenn wir gelandet sind, wenn ich rüberkomme, lasse ich den Fuß kurz oben. 1, 2, 3, 4, hopp, jetzt runter. 1, 2, 3, 4, hopp, jetzt runter. Dafür machen wir jetzt nur in Anführungszeichen 6 Stück. Ich muss kurz schauen, wir spielen den Ball gegen die Wand wieder, bremsen rechts ab, machen eine Schussfinte, wir ziehen Fußwechsel. Das machen wir auch zweimal. Also anspielen, bremsen nach oben, eine Schussfinte, machen ziehen Fußwechsel, spielen nochmal, nehmen wir das Ganze ab und ziehen Fußwechsel. Okay. 1, 2, 3, 4 und ab. 1, 2, 3, 4 und ab. 1, 2, 3, 4 und ab. 2 und letzte 1. Wunderbar. Also dran spielen mitten im Schuss hinter Fußwechsel. Ja, genau. Ab. Da ist ein bisschen. Ich überlege gerade, wenn ich ehrlich bin, wir machen ja unseren Plan, genau das war meine Idee gerade, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass das Ziehen Fußwechsel wenig Sinn macht. Richtig? Man zieht nicht weit raus, dann man kommt dann eben so weit rüber, man macht sich zu Hause einen theoretischen Plan, das ist ganz normal, dann merkt man hinterher oft, das funktioniert nicht. Also können wir gleich die Schussfinte machen, so wie es der Andi gerade gemacht hat,
können jetzt gleich mit dem linken Fuß spielen oder machen Sohle Kappen. Das war dann deine Idee, das ist auch gut. Machen wir Sohle Kappen. Andi, wirklich bockstark. Das sagen wir nochmal. Also 1, 2, 3, 4. Hopp, stehen bleiben. 1, 2, 3, 4. Hopp, stehen bleiben. 1, 2, 3, 4. Hopp, stehen bleiben. Ui. 1, 2, 3, 4. Hopp. Anspielen, offen, eindrehen, Sohle, Kappen, links spielen, wiederholen. Ab, ab, Sohle, Kappen, links spielen. Ich habe nur Angst, dass ich die Wand wieder beschädige. Das macht nichts, wird bald umgebaut. Ach so, okay. Dann weißt du, wer die Hand sowieso hat. Ab, ab. Geht mein Blick eigentlich hin zum Boden oder nach vorne? Das ist in dem Fall, also idealerweise nach vorne, aber es ist natürlich schon anspruchsvoll, auch nur in die Flucht zu schauen. Ne? Mhm. Eins, so in meine Kappen links. Ab, geht's ein bisschen schnell. Schlussfinte, ab, Kappen links. Weißt du was, Andi? Du machst nochmal. Ich mach mal eine Pause. Der Andi darf nochmal. Dann haben wir die 6 Wiederholungen meines Wissens nach erledigt. Jetzt wird es auch schon anstrengend. Ab. 2, 3, 4. Ab. 1, 2, 3, 4. Ab. Wunderbar. Ja, man merkt, es wird immer besser. So, nochmal das Zuspiel gegen die Wand. 1. Abbremsen. Schuss für die Sohle. Kappen. Linke Fuß spielt den Ball. Ab, 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 ab. Wundervoll. Ja, ihr merkt, man kommt natürlich schon in nicht nur ins Schwitzen, sondern auch die Pumpe geht hoch. Das ist natürlich völlig in Ordnung, aber wenn ihr natürlich zu Hause alleine seid, dann macht ihr das so, ihr macht einen Durchlauf, dann geht ihr dahin 30, 40 Sekunden wirklich durchschnaufen, damit diese Bewegung hier wirklich wieder sauber funktioniert. Das wird sie mit Sicherheit nicht, wenn wir hier die Technik machen, stellen uns hin, machen von vorne, dann kriegen wir vielleicht 3 Wiederholungen in Summe gut durch und irgendwann wird das Gleichgewicht schlampig, der Abdruck schlampig, die Armhaltung wird nicht mehr gut. Deswegen holt euch da eine Pause, schnauft durch, bevor es zur nächsten Wiederholung geht. Wir haben jetzt 6 Wiederholungen oder 6 Durchläufe in Summe gemacht. Nach diesen 6 Durchläufen macht ihr 2 Minuten Pause. Und dann kommt der dritte Durchlauf, also so eine Art leichte, vollständige Erholung sozusagen. So, wir gehen in diese Skater Jumps als letzte Variante hinein und starten jetzt mit einem Hopserlauf. Machen also 1, 2, 3, 4, wie wir das vorher auch schon hatten, also im Laufen. Und dann kommt der Abdruck. 1, 2, 3, Skater Jump. 1, 2, 3, Skater Jump. Da machen wir jetzt 4 Stück nur. Haben wir also 1, 2, 3, 4 gemacht, gehen wir hin. Dann spielen wir den Ball nach vorne, stoppen den jetzt mit dem linken Fuß hinter dem Startbein durch, machen Sohlenwende, spielen erneut, hopp, springen ein, hopp, Sohlenwende, linken Fuß nach vorne durch. Zweimal wieder. Wer immer zweimal wieder. Hopp, Hopserlauf, und aus dem Rhythmus heraus versuchen, auf die andere Seite zu kommen. 1, 2, 3, 4, hopp. 1, 2, 3, 4. Reicht schon, wenn man 4 Mal, genau. Wir haben wieder 5 Mal. Hinten durchstoppen. Sohlenwende spielen. Ist ein bisschen schwierig, weil der Ball von der Wand natürlich dann zurückspringt. Versucht aus dem Hopserlauf Rhythmus rüber zu springen. Wenn es 1, 2, 3, 4 nicht geht, dann macht er halt 6, 8, das ist wurscht. Aber versucht diesen Rhythmus zu bekommen, damit dann der äußere Fuß quasi rüberdrückt. Und ihr nicht dann wirklich irgendwie euch das Überlegen anfängt und so ein bisschen verkrampft. Also, 1, 2, 3, 4, hopp. Und 1, 2, 4, hopp. Vielleicht so als letzte Hilfe noch ein bisschen höher abdrücken, damit so ein gepfählter Rhythmus entsteht. 1, 2, 3, 4, hopp. Der war nicht schlecht. Hopp, 2, 4, hopp. Rüber stehen bleiben. Dann dagegen spielen. Hinterm Standbein durch. So dann Wände. Spielen, Ui, hüpfen, hopp, so dann Wende, spielen. Sind wir fertig, oder? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Hopp,
1, 2, 3, 4, Rhythmuswechsel. Pom, 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 Wechsel. Wechsel. Super. Ja, kannst du machen. Dann spielen. Hopp. Hopp. Sohlenwende. Spielen. Hopp. Sohlenwende. Spielen. Wie viel haben wir denn jetzt? 4. Kann ich habe 2. Du hast noch eine, ich glaube, du musst noch das 4. Also ich mache noch einen und du dafür die 2. Wunderbar. 1, 2. Hopp, stehen dann. 1, 2. Hopp, stehen. Oh, natürlich auch Rhythmus, das hast du gesehen, weil ich einen Pass glaube. Herrlich. So. Qualitativ alles voll. Ja, anspielen. So eine Wende. Spielen. Hip nochmal. So eine Wende. Ist auch links versorgt. Natürlich. Nicht, aber man sieht es nicht. Ich muss nur einen, dann habe ich 3. Ja, passt doch wunderbar. Ich habe die 3 schon, da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Hopp, 1, 2, 3. Hopp, 1, 2, 4. Hopp, 1, 2, 3. Hopp. Abspielen, hinten starten, eine Durchwende, Sohlenwende. Ganz schön weiter. Ja. Hopp, hab ich noch einen guten Hopp. Spielen. Ja, noch einen dritten, ciao. Yes. Der erste war nichts. Gut. Super. Nee, weißt du was, das lasse ich mir nicht nachsagen. Das heißt, ich mache auch noch einen. Bist aber trotzdem in Rückstand, weil ich habe in der ersten Jahre auch schon mehr gemacht. Ja, gut. Wir werden die Lebensjahre noch abgezogen. Ich habe also 23. Durchschieben, wenden. Hab, wenden, spielen. Gut, haben wir 6. Dann ist die zweite Übung auch schon zu Ende. Also das heißt, insgesamt von jeder dieser 3 Varianten 6 Wiederholungen. Wer jetzt vor allem die besseren Eltern sagt, oh, weißt du was, bei mir geht da noch mehr, das merke ich ganz einfach, der kann aus diesen 6 auch gerne 8 Wiederholungen machen. Also hat dann insgesamt 24 Wiederholungen, jede Variante 8-mal. Aber denkt dran, nach jeder der einzelnen Wiederholungen 30 bis 40 Sekunden, 45 Sekunden Durchschnaufpause. Hier sind die 6 bis 8 Wiederholungen rum. 2 Minuten große Pause, Schluck trinken, nicht hinsetzen, immer stehen, locker hin und her gehen, so wie ich jetzt beim Reden auch mache. Und dann von vorne starten. Kurze Trinkpause jetzt. Und dann machen wir unsere Abschlussübung, wo wir wieder so ein bisschen Speed reinbekommen wollen und den Puls nochmal schön nach oben treiben, bevor wir uns im Anschluss wieder hinlegen dürfen. Nochmal der Hinweis, jeden Tag 16 Uhr könnt ihr uns live dann zuschauen. Montag der Fußball-Kindergarten, Dienstag und Freitag Fördertraining, Mittwoch Torwarttraining und Donnerstag nochmal ein Fußball-Kindergarten. So, Abschlussübung. Die ist anstrengend. Kugel liegt hier, es geht. Dadurch, dass du es vormachst, ist es für dich anstrengend, für mich nicht. So, wir machen hier Hopserlauf zwischen den Hütchen. Ich glaube, ich muss breiter werden, das sehe ich jetzt dann gleich. Wir machen hier einen Fett-Hopserlauf. Wir fangen an einer Seite an. Gehen mit kurzen, kleinen, schnellen Kontakten rüber. Machen dann aus dem Rhythmus raus. Breitbeinsprung raus, Breitbeinsprung zurück, gehen rüber. Breitbeinsprung raus, Breitbeinsprung zurück, gehen rüber. Einmal, zweimal, nochmal. Also viermal. Danach gehen wir zum Ball hin. Der Andi als Linksfuß. Komm, ich muss meinen rechten Fuß üben, das passt schon. Ja, dann machen wir es als Rechtsfuß, ansonsten hätten wir es natürlich. Nein, mach Rechtsfuß. Links machen können, dann müssten wir nach oben spielen. So, also rechts ist einfach nur hier dann ziehen, zurück und Fuß wechseln. Der Klassiker bei uns, auch im Portal zu sehen. Als Trinkreiter, hoppala, schau her. Rein, hopp, 1, 2. Und jetzt nach vorne, hopp, eine lange Sohlenwende. Einmal spielen,
mal anhalten. Das war's. Ich glaube nur, dass wir vom Abstand her ein bisschen zurückgehen müssen. Das sehen wir dann schon. Dann kriegen wir hin. Okay. Also, sieht folgendermaßen aus. Wettkampfverlauf, wenn es jetzt geht, schon mit hohem Tempo. Viele kleine Kontakte. Also nicht einmal, zweimal, sondern wir wollen wirklich da ein paar Mal rüber wetzen. Geprellt auf den Zehenspitzen, Hände gehen mit. 1, 2, 3, 4, hüpfen, hüpfen, 1, 2, 3, 4, hüpfen. Hopp, nochmal rein. Rüber geht's. Hopp, oh Gott. Nochmal, hopp, hopp. Einmal, hopp. Sohlenwände rollen lassen. Einmal anhalten. Durchschnaufen jetzt. Ihr seid alleine. 40, 45 Sekunden Pause, bevor es in den zweiten Bereich reingeht. Das Ganze 9 Mal. Wobei mir noch was einfällt, wir machen jetzt erstmal 4 Stück, Andi. Kannst du es nochmal vormachen? Ich habe es vergessen. Ja. Nö. Nö. Also, hopp's ab. Sehr gut, 1, 2, hopp, hopp. Beinbein für Beine nochmal zurück. Hopp, hopp, das hier. Oh ja, jetzt ist er. Da ist er. Bleibt für sich so eine Welle lang ziehen. Einfach. Boah, Spieler gegen die Wand. Zweiten Ball, dritten Ball, vierten Ball. Da könnt ihr natürlich auch wirklich ein paar Mal dagegen spielen. Das Entscheidende ist, dass ihr einfach schnell handelt. Wer den Anspruch ein bisschen erhöhen will, wir haben es jetzt hier noch mit kleinen Büchern gemacht, der kann natürlich auch zum Beispiel hier 2, 3 Bücher übereinander legen, hier eben ebenso, sodass ich wirklich für den Sprung habe, so ein bisschen die Knie noch oben hochheben muss, dann hat man dann nochmal einen Anspruch. Wir machen jetzt noch jeweils ich und Andi so ein und dann fällt mir noch eine Variante. Hopp, hopp, 1, 2, hopp, hopp. Du meinst es einfach zu passen da? Nee, das ist nicht so schön. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Sehr gut. Hopp, hopp. Ausziehen, hopp, hopp. Ausziehen, hopp, hopp. Ausziehen. Wenden vorbei. 1, 2, wieder mal. Wunderbar. Wir spielen ja hier gegen die Wand. Das hatte ich auch bei der beim ersten Fördertraining schon gesagt, wer natürlich hier jetzt ein Minitor hat, ein Pop-Up-Tor oder was auch immer, gerne, natürlich, klar, kann also jetzt mal als Beispiel, wir sind ja hier in einem Zimmer, Helen, ja, Ball gegen das Tor spielen, wenn du draußen wärst und der Papa steht neben dem Tor, schießt den Ball ins Tor, der spielt dir jetzt den zweiten Ball noch zu, annehmen den zweiten Ball, Torschuss Nummer 2. Das ist ein bisschen selbst natürlich auch so zu gestalten. Gerade unsere Kinder kennen das ja, dass wir immer 2 Abschlüsse dabei haben. Wir sind eben hier drin. Ich habe jetzt hier kein Tor zur Verfügung. Ich hätte jetzt hier auch ein Zieltor mit Hütchen aufbauen können. Und dann kann man auch noch Zielpässe üben. So, Variante. Wir bleiben bei diesen Hopserläufen jetzt aber stehen. Machen aber dann Einbeinsprünge. Also gehen rüber. Machen links, links. Aus dem Rhythmus raus. Rechts, rechts. Aus dem Rhythmus raus. Links, links. Rhythmus rein. Ab, rechts, rechts. Hier kann man sich auch was anderes überlegen. Der Klassiker, ziehen Fußwechsel, vorlegen, ziehen Fußwechsel. Hopp, 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 hopp. So eine Wende. Ins Tor schießen, zweiten Ball vom Partner bekommen oder 2 Pässe. Man könnte auch da drüben nach dem letzten Ding, was weiß ich, hopp, ziehen so einen Schiebekontakt, schießen, da fällt einem sowas ein. Andi, na bitte. Danke, nett von dir. Einbeinig, einbeinig. Rechter Abspring hier. Ja, rechts, rechts. Links, links und noch einmal die rechte Seite. Rechts, rechts. Sehr gut. Fußwechsel vorlegen. Wenn du magst, ne? Also eben stand die Kombination auf jeden Fall. So und wenn du. Torschuss 1, Pass 2, Pass 3. So, bevor wir jetzt das weitermachen, gebe ich noch einen Hinweis.
Wir können es auch so machen. Wir haben jetzt 9 Wiederholungen ja in Summe gemacht. Wir haben jetzt hier in der Mitte den Pferdehopsalauf, oder machen in Summe, nicht gemacht, machen in Summe, machen hier Pferdehopsalauf. Wir könnten machen Pferdehopsalauf, Weitbein, Weitbein, ist die erste Variante. Dann macht er 3 Stück davon. Dann diese Variante, die wir gerade eben hatten mit links und links, also einbeinig, macht er auch 3 Stück davon. Als letzte Variante gehen wir hier nicht in den Pferdehopsalauf rein, sondern in einen Tap-Schritt, machen beidbeinig 1, 2, 3, 4, setzen jetzt mit dem inneren Fuß auf und drücken uns beidbeinig raus. Ab, ab, der linke muss aufsetzen, ab, ab, links, rechts, links, rechts, aufsetzen, ab, ab, rechts, links, rechts, ab, ab und zurück. Frei wählbare Standrekombination. Was haben wir noch nicht? Einfach ziehen, Fußwechsel, Wechsel, hoppla, ich habe das jetzt gespielt, ab, 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 so eine Blende rüber, Torschuss oder Doppelpass. Da guckst du, ne? Ja. Der alte Mann, Tapschritt, Tapschritt, wat? Da geht schon los, ab, 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 beidbeinig, beidbeinig jetzt, du hast einbeinig gemacht, abdrücken, ja, ab, 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 abdrücken, zurück, sehr gut, jetzt passt das. Einmal noch, ab, ab, ab. Fußwechsel, Wechsel, tack, 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 außen. Andi, damit lassen wir es gut sein. Davon jetzt auch nochmal 3 Stück. Dann haben wir in Summe also 9 Wiederholungen. Nach jeder einzelnen Wiederholung ca. 30 Sekunden Pause. Und danach, nach diesen 9 Wiederholungen, seid ihr damit fertig. Wir haben den Puls nach oben getrieben. Schaut, dass er vor allem die Geschichte mit hohem Tempo macht, so schnell wie es irgendwie geht, was auch die räumliche Kapazität hergibt. Und das hier, nehmt lieber eine Standtrickkombination, die ihr kennt. Also wer jetzt mit Ziehen zurück noch nichts anfangen kann, dann nimmt lieber Ziehen vorliegen, Ziehen Fußwechsel, etwas Bekanntes, damit das auch in maximal hohem Tempo durchgeführt werden kann. Nochmal der Hinweis, 2 Pässe oder ein Torschuss bei euch im Garten ist natürlich mit dem zweiten Ball, den ein Papa zuspielt, oder ihr legt euch 2 Bälle hier hin, auch das ist ja möglich, da ist alles machbar, könnt ihr dann auch noch so machen. Okay, zum Abschluss nochmal der letzte Hinweis, jeden Tag 16 Uhr Montag Fußball-Kindergarten, langsam kann ich es mir merken, Dienstag und Freitag Fördertraining, Mittwoch Torwarttraining, Donnerstag nochmal ein Fußball-Kindergarten. Dazwischen drin schicken wir euch oder versorgen euch mit Challenges vom Faxe Niedermeier. Bitte teilt es, liked uns, das würde uns freuen. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine gute Zeit und habt sie auch in Zukunft. Bleibt stark, bleibt gesund. Andi, danke, dass du kurzfristig eingesprungen bist. Ich bin froh, dass wir dich nicht verletzt haben, denn der Andi muss gleich ran für Einheit Nummer 3. Und ansonsten bleibt gesund und nicht nur wir legen uns wieder hin, ihr legt euch auch wieder hin. Bis dahin, ciao. Servus.